Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich euch mal alle Neuerungen zeigen möchte, die durch das kostenlose Update 5 für alle Spieler in das Spiel kommen. Und wir fangen an beim Herausforderungsmodus, denn dort gibt es 5 neue Level, das sind die mit dem gelben Viereck. Da haben wir einmal Arizona Ausbruch, das ist eine relativ normale Herausforderung. Allerdings gibt es dort eine Neuerung, nämlich gibt es jetzt die Betäubungsmittel-Upgrades, so heißen die. Mit dem normalen Betäubungsmittel kann man nämlich nur Dinosaurier mit der Sicherheitsstufe 1 und 2 betäuben. Und wenn man halt Dinosaurier mit einer höheren Sicherheitsstufe betäuben möchte, dann muss man das erst erforschen. Als nächste Karte haben wir Washington Trümmer. In dieser Herausforderung wird es Dinosaurier mit der Eigenschaft psychologisches Trauma geben. Und da muss man extra Mitarbeiter einstellen, die dann auch die Eigenschaft Psychologe haben, um diese halt dann auch behandeln zu können. Außerdem ist auch das mit den Betäubungsmittel-Upgrades von der Karte davor in dieser Karte auch vorhanden. Und dann haben wir als nächstes Pennsylvania Headquarters, Hauptquartier, ich sag schon auf Englisch. Dort wird es dann Bedingungen geben, um bestimmte Mitarbeiter einzustellen. Da gibt es dann solche sogenannten Experten, die dann ein bisschen besser sind und dafür muss man halt bestimmte Dinge erfüllen, damit man die einstellen kann. Und diese Experten werden dann aber auch dafür besser sein von den Werten. Und die werden 2 von diesen speziellen Sachen haben, zum Beispiel minus 50% weniger Gehalt. Also solche Besonderheiten, davon werden die 2 haben statt nur einer. Und die werden immer nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sein und man kann ihn nicht erneuern. Das heißt, wenn er dann da ist, muss man sich entscheiden, nimmt man den jetzt oder nimmt man den nicht? Und erfüllt man die Bedingungen, um den einzustellen oder halt nicht? Oder wartet halt, bis dann irgendwann ein neuer angeboten wird. Aber dann kann man auch nicht mehr auf den alten zurückgreifen. Die beiden Sachen von davor, also das mit dem psychologischen Trauma der Dinos und das mit den Betäubungsmittel-Upgrades, das wird auf der Karte dann auch dabei sein. Und dann haben wir als nächste Herausforderung Oregon Aviarium. Dort wird es dann auch die Experten geben, von denen ich euch gerade erzählt habe, aber ansonsten nichts. Also hier wird es nur die Experten geben. Und jetzt wird es ganz interessant, jetzt kommt nämlich mal was ganz anderes, nämlich Kalifornien Fotografie. Das wird halt ganz anders sein als die normalen Herausforderungen. Da wird man halt viel mit dem Jeep herumfahren und Fotos machen müssen, gegen Zeit. Also viel mehr Info steht hier nicht. Da bin ich echt gespannt. Das werden wir dann auch gemeinsam im Stream ausprobieren. Und dann gibt es auch neue Verhaltensweisen für winzige Dinosaurier. Unter anderem können der neue Morus, Intrepidus und der Compsognathus jetzt Gäste und auch Ziegen angreifen. Und es wurde auch die Kollision von dem Lystrosaurus, dem Oviraptor, dem Moros, dem Tripidus und dem Compsognathus angepasst. Nämlich können die jetzt nicht mehr Gäste einfach umlaufen, also die kollidieren nicht mehr mit denen und die Gäste sterben. Das gleiche mit Fahrzeugen, also die können sie auch nicht mehr wegrammen. Und die laufen jetzt um Wasser herum und nicht mehr durch das Wasser. Das sah ja auch mal ein bisschen blöd aus, weil die halt voll klein waren und dann eigentlich ertrunken wären. Und jetzt meiden die das halt da durchzulaufen und laufen stattdessen außen rum. Das ist ganz interessant, weil dadurch kann man halt dann vermutlich auch ein Gehege mit einer natürlichen Wasserbarriere machen. Als nächsten Punkt haben wir einen sehr interessanten für die PlayStation 4 Spieler. Nämlich, wenn ihr jetzt eine PlayStation 5 euch holen solltet, könnt ihr eure Spielstände rüber importieren auf die PS5. Also von der PS4 auf die PS5 machen und dann dort eure Parks weiterspielen. Und es gibt auch 2 neue Achievements für Xbox, PlayStation und Steam. Es gibt jetzt auch ein neues Felsset, wenn man die Dominion Biosyn-Erweiterung hat. Nämlich hier unten Alpina Felsbrocken. Das ist für alle Spieler ins Spiel gekommen, die halt dieses DLC haben. Also das, was vor dem Malta-DLC rausgekommen ist. Das kann man auch auf allen Karten benutzen im Sandkastenmodus. Sind halt so schön bemooste Felsen. Aber wie gesagt, dafür braucht ihr halt die Dominion Biosyn-Erweiterung. Sonst habt ihr die nicht. Wenn ihr einen Dinosaurier transportiert, könnt ihr jetzt mit der R-Taste kompatible und nicht kompatible Arten einblenden. Dann seht ihr die hervorgehoben und auch ein dementsprechendes Zeichen über dem Kopf. Das rote hier zum Beispiel heißt, dass die sich nicht verstehen würden. Ich habe jetzt hier einen Australovenator gerade ausgewählt. Da drin ist ein Pyroraptor, die würden halt kämpfen. Deswegen ist das Ganze rot. Und dann gibt es noch dieses weiße Zeichen. Das ist einfach die gleiche Art, die hier schon ist. Die verstehen sich dann logischerweise. Dann gibt es das blaue Zeichen mit dem Herzchen. Das heißt, die mögen sich. Das sind jetzt kleine Moros.
Und die verstehen sich halt mit dem Australovenator sehr gut, deswegen das Herzchen. Und wenn die neutral sind, haben die so ein Zeichen. Einfach nur so ein Minus. Würde funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Also kann funktionieren, die greifen sich jetzt nicht explizit an. Sind halt neutral gegenüber eingestellt. Haben wir da hinten genauso. Und wenn ich jetzt bei einem Dinosaurier hier in die Umgebung bearbeiten gehe, dann sehe ich jetzt an diesem kleinen blauen Symbol hier unten, wo noch Sachen fehlen. Also wenn ich jetzt hier das zum Beispiel noch hinzufüge ein bisschen, geht irgendwann das blaue Symbol weg. Das heißt, er hat davon genug. Wenn ich jetzt hier wieder was entferne, dann blinken wieder die dementsprechenden blauen Symbole auf. Die Sachen fehlen jetzt halt gerade. Kann ich jetzt wieder hinpinseln. Jetzt ist es hier wieder weg. Das hier ist übrigens auch weg, weil das beides Pflanzenfasernboden ist. Also ich könnte da beides einfach nehmen. Und man sieht halt auch immer, was die brauchen an diesem ausgegrauten Symbol. Kann man halt auch immer sehen. Und außerdem kann man auch noch mit der R-Taste kompatible Pflanzen einblenden. Und wenn ich dann zum Beispiel über eine bestimmte Pflanzenart gehe, werden mir alle Pflanzen in grün angezeigt. Dann kann man jetzt auch, wenn man hier in den Transportmodus geht, mit der R-Taste die Dinosaurier hervorheben. Und dann sieht man ganz klar, welche gerade betäubt sind und bereit sind, transportiert zu werden. Das Ganze sollte eigentlich auch mit dem Betäuben gehen. Genau, da kann man die auch hervorheben. Dann werden die halt so grün und blau hervorgehoben. Und dann kann man die auch sehen, wenn die im Wald drinne sind. Und wenn man von einer Herde das Alpha-Tier auswählt, das ist hier vorne, und dann auf das Territorium geht, dann werden jetzt alle Gruppenmitglieder der Herde blau markiert. Das funktioniert übrigens nur bei dem Alpha, also bei dem Dino mit der Krone. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mache, bei dem Stego, da wird nichts blau angezeigt. Und jetzt wird es nochmal interessant. Wir gehen jetzt nämlich in den Species Viewer. Denn wir bekommen auch neue, oder haben neue Skins bekommen. Einmal für den Kentrosaurus. Da. Und zwar die 2015-Variante, also Camp-Kreidezeit-Variante. Oh, jetzt bin ich rausgegangen, Entschuldigung. So, da konnte man nämlich vorher nur diesen Skin nehmen. Der war standardmäßig. Und jetzt kann man hier wirklich viele Farben auswählen. Die sind halt alle dazugekommen. Sind richtig schön viele Hautfarben. Und passend dazu kann man dann auch noch Muster kombinieren. Da hat man dann auch wieder viele Möglichkeiten, den anzupassen. Aber das war nicht der einzige. Wir haben nämlich von dem Camp Kreidezeit DLC auch noch den Uranosaurus. Haben wir den denn? Da. Da gibt es auch die 2015-Variante. Die sieht so aus. Und auch hier, also das war Standard. Den hatte man schon. Und die Sachen sind jetzt hier neu. Die ganzen Hautfarben. Nehmen wir mal hier so ein schönes Grün. Und dazu kann man auch wieder kombinieren mit verschiedenen Musterfarben. Und dann haben wir auch noch zwei aus dem, da müssen wir wieder hochgehen zu D, von dem Biosyn DLC. Dann haben wir nämlich einmal den Dreadnoctus. Da gab es hier diese wunderschöne Variante, gab es schon. Dreadnoctus 2022, der war von dem Dominion-Film. Und auch hier hat man Hautfarben bekommen. Nehmen wir hier mal Rot. Und Musterfarben kann man da auch noch zu kombinieren wieder. Das kann man eigentlich dann beeilen. Ich glaube, das sind immer jeweils 12 Hautfarben und 7 Musterfarben. Also einiges an Kombinationsmöglichkeiten. Aber jetzt kommen wir noch zu dem Spannendsten, denn auch der Giganotosaurus in dem Dominion-Film, der hier, also den kannten wir, der hat auch so viele Hautfarben und Musterfarben bekommen. Ich finde, bei dem sehen die richtig gut aus. Machen wir mal so ein Grün und dann dazu ein passendes Muster. Ich kann das Muster natürlich auch weglassen, ist ja ganz grün. Aber ich finde das hier eigentlich ganz cool mit so ein bisschen Gelb. So sieht das dann übrigens aus, wenn ihr diese neuen Skins auswählt. Da habt ihr dann nochmal so einen Reiter oben. Da könnt ihr dann Giganotosaurus 2022 auswählen. Das wäre hier der Standard-Giga. Und ihr könnt auch zufällig machen, dann ist alles random. Aber wenn wir jetzt den neuen Giga hier wollen und dann eine andere Hautfarbe, nehmen wir das Weiße und das Schwarze,
Dann können wir den so ausbrüten. Gigaskins sehen krass aus. Und das ist halt nur eine Kombination, ne? Da sind so viele möglich. Aber ich finde die richtig cool. Glaube ich, mein Highlight von dem Update. Ja, Leute, das waren jetzt aber die wichtigsten Sachen aus den Patch Notes von dem Update 5. Ich habe wirklich viel weggelassen, weil da viele Kleinigkeiten bei sind. So kleine Mini-Textanpassungen, Kamerabugs, die behoben wurden. Oder irgendwelche anderen kleinen Symbole oder Marker, die geändert wurden oder angepasst wurden. Ich habe es versucht, so gut wie es geht, zu filtern. Es kann natürlich sein, dass da noch irgendeine coole Sache ist, die ich vergessen habe aus den Patch Notes. Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, die interessantesten Sachen habe ich euch jetzt alle gezeigt. Natürlich sind die Patch Notes auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls ich euch gut informiert haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.